Hallo, meine Lieben, hier ist die Toni mit einer Legung für euch. Meine Lieben, die Rosi ist wieder mit am Start. Wir brauchen die Rosi für viel Liebe und positive Energie. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich sage ganz herzlichen Dank für eure Likes, für eure lieben Kommentare, auch für die E-Mails, die mich erreichen. Ich bin dabei, alles abzuarbeiten an E-Mails. Es kommen sehr viele E-Mails, also habt ein bisschen Geduld mit mir. Ja, so, meine lieben Hasis, ihr guckt bitte, ob ihr hier in Resonanz geht oder nicht. Wir legen jetzt hier mal ein kleines Kreuz, um mal zu schauen, was bei dir so los ist, ne, mein Schätzelein. Ja, und ansonsten hoffe ich, dass ihr jetzt die freien Tage, so insofern ihr welche habt, auch ein bisschen genießt und euch das gemütlich macht, ne? Und sich ein bisschen um euch selbst kümmert einfach, ne? Das wäre schön und dafür soll man die Zeit ja auch nutzen. Denn nur wenn es dir gut geht, kann auch im Außen was Tolles auf dich zukommen, ne? Und nur dann können wir auch was Tolles geben. So, meine Lieben, wir schauen mal rein. Wir heben hier heute ab. Ich würde gerne wissen, was ist denn hier bei dir gerade los? Wie geht es dir? Was machst du so? Worüber denkst du nach? Was fühlst du? Ja, welche Energien sind hier gerade für dich verfügbar? Wir schauen mal, was haben wir denn? Oh, sehr schön. Deine Energie momentan, die 9 der Münzen. Wunderbar. Also du kannst dich hier sehr gut um dich selbst kümmern. Du bist ganz bei dir. Du bist in deiner Fülle. Ja, du bist hier quasi in deinem Gärtchen und schaust, dass bei dir alles in Ordnung ist, ne? Das ist eine ganz, ganz schöne Energie. Also die 9 der Münzen, boah, du bist hier völlig in Balance, ja. Du kannst sehr viel Liebe geben, aber du bist auch gleichzeitig unabhängig, ne. Du kannst alles dir selbst geben, ja. Das heißt, du holst alle Liebe und alles Glück aus dir selbst heraus. Du brauchst nichts von außen, ne. Eine ganz, ganz schöne Energie. Toll. Was ist denn so in deinen Gedanken momentan los? Oh. Ein bisschen blockiert die Gedanken, aber ja gut, du hast hier momentan keine große Lust, dir hier Gedanken zu machen, dich irgendwelchem Gedankenkarussell, ich sag mal, hinzugeben. Ne? Du hast das hier so ein bisschen selbst blockiert, vielleicht hast du auch so ein bisschen Zweifel und du vermeidest hier auch vielleicht eine Entscheidung zu treffen, weil du momentan hier einfach ganz bei dir sein willst. Das ist ganz bewusst hier so deine Energie. Ja, ist ganz schön. Schauen wir natürlich noch ein bisschen tiefer rein. Was ist denn auf der Herzebene los? Och, Schätzelein. Ach. Ah, haben wir so ein bisschen schlaflose Nächte? Ne? Das können ja wirklich unruhige Nächte sein. So Träume, die dich so ein bisschen... Ja, das sind hier keine, ich sag mal, Träume, die dich absolut happy machen. Also dein Herz ist hier schon so ein bisschen beschäftigt. Ich sag mal mit... wie sage ich es dann am besten... Ja, auch hier haben wir so eine Energie von Zweifeln, ne? Dein Herz zweifelt hier vielleicht auch daran, dass hier jemand in Liebe nochmal auf dich zukommt. Dein Herz zweifelt vielleicht daran, ob du jemanden wirklich liebst oder ob da wirklich Liebe da ist oder eine Chance besteht, da diese Verbindung leben zu können, ne? Du machst aber hier momentan oben zu, ne? Du sagst hier, das ist jetzt hier für mich blockiert. Du möchtest dich um dich selber kümmern hier, ne? Das ist eine schöne Energie. Die kürzliche Vergangenheit. Ach, guck mal einer an. Das Ass der Münzen. Also, es gab ja also in der kürzlichen Vergangenheit die Chance hier auf ja etwas Großes. Etwas, was du dir schon sehr lange gewünscht hast. Das kann ein Jobangebot sein. Das kann aber auch eine Einladung sein oder eine ganz liebevolle Nachricht von einem Menschen, der dir sehr viel bedeutet, ja. Es ist ein Ass, das heißt, das wäre eine Chance, ja. Hat man die Chance wahrgenommen? Ich vermute eher nicht, weil, ja, deine Energie, du sagst hier wirklich, ach, ich habe hier Zweifel, ob das überhaupt was ist. Ich kümmere mich immer hier um mich selbst, ne. Und wie haben wir denn die zukünftigen Energien? Oh, die 5 der Stäbe. Hier kommt also etwas auf dich zu, vielleicht in der Zukunft. Hier gibt es so ein bisschen Spannung, vielleicht auch so einen kleinen Konflikt. Na, du musst hier irgendwo so ein bisschen deinen Standpunkt verteidigen. Das ist so die zukünftige Energie hier bei dir. Mhm. Was haben wir denn unterm Deck? Die Liebenden. Schätzelein, es geht hier um die Liebe. Die Liebenden ist auch eine Karte, die davon spricht, dass man hier eine Entscheidung aus dem Herzen heraus trifft. Und ja, es ist eine Wahl aus der Liebe heraus. Du triffst hier eine Wahl aus der Liebe heraus, vielleicht auch zu dir selbst, ne? Vielleicht gibst du dir die Liebe selbst. Das haben wir hier mit den 9 der Münzen.
Jetzt gehen wir da mal rein. Ich bin gespannt, was wir jetzt hier noch sehen dürfen. Ja. Ja, das ist so ein ganz bewusstes... Hier hatte jemand seine Chance vielleicht. Hier gab es die Chance auf die Liebe. Vielleicht hat man die nicht wahrgenommen. Du zweifelst hier wirklich. Und dein Herz sagt so, boah, eigentlich, ich mag hier eigentlich nicht mehr weiter drüber nachdenken. Ne? Es können auch so Albträume, so ein bisschen, sowas in der Art. Ne? Hm. Und dann sagst du dir, nee, ich mag da jetzt nicht drüber nachdenken. Also du machst hier wirklich zu, nach außen. Ne? Im Außen erwartest du hier nichts mehr. Ja, das ist so eine Innenschau auch. So eine Innenschau, hat es hier noch Sinn? Ne? Soll ich hier weitergehen? Soll ich hier drüber nachdenken? Ja, irgendwas in der Art. Na dann... Schauen wir mal, was wir hier noch wissen dürfen. Auch hier heben wir ab. Es sind zwei gefallen. Ja. Und die fünf der Kelche unterm Deck. Also diese neun der Münzen, diese Energie. Das, was du jetzt hier möchtest. Und zwar dich selbst glücklich machen, dich um dich selbst kümmern. Erste Prio bist du selbst. Ne? Das ist eine schöne Energie. Das kommt einfach auch daher, weil hier vielleicht eine Situation immer wieder gekehrt ist. Und wir haben hier die fünf der Schwerter. Ja, hier war etwas wirklich... Ja, das ist schon ein großer Konflikt. Ne? Hier hat jemand vielleicht keine Rücksicht auf deine Gefühle genommen. Man hat dir hier nicht gegeben, was du gegeben hast. Ja, du versuchst hier... Ich sag mal, in den Flow zu kommen wieder. Ne? Hier gab es einen Konflikt, die hatte ich etwas, ja, ich sag mal, wirklich unglücklich gemacht mit den fünf der Kelchen. Ne? Und es sieht mir hier so aus, als ob es hier einen Konflikt gab, wirklich, ne? Mit einer anderen Person, mit anderen Personen vielleicht auch. Wir haben hier die fünf, die steht generell auch für eine Herausforderung, ja, und für den Konflikt an sich, den haben wir hier zweimal drin. Du versuchst dir in die Leichtigkeit zu kommen, für dich wieder etwas so auszugleichen, ja, vielleicht erholst du dich hier auch einfach, ja, von einem Thema, was dich sehr belastet hat, wirklich auch, ne, ja. Was haben wir denn da? Ja, die sieben der Schwerter, guck mal. Also hier hat sich entweder jemand aus dem Staub gemacht, ja, hier ist vielleicht nicht die Wahrheit gesprochen worden, ja, na, es ist mehr so eine Energie von, hier hat sich jemand aus dem Staub gemacht und dich hängen lassen, ne? Es kann auch sein, dass es eine Person war, die immer wieder mal auf dich zugekommen ist und es ist immer irgendwie im Konflikt geendet, ja, nicht unbedingt ein Streit, sondern vielleicht auch ein Konflikt in dir selbst ausgelöst. Immer wenn diese Person auftaucht, du diese Person wieder siehst oder man wieder in Kontakt tritt, dann löst das einen Konflikt in dir aus. Du wirst immer wieder in die Zweifel gebracht, ja, weil es hier wahrscheinlich so ein Vor und Zurück, Hot and Cold und ja, zwei Schritte vor, drei zurück, ne, und ja, hier hat sich jemand aus dem Staub gemacht und dich hängen lassen quasi. Ne? Hier ist so eine, du willst das nicht mehr. Du willst dich nicht mehr selbst belügen. Ja, du willst dir nichts mehr vormachen. Und du gibst hier auch niemandem mehr die Chance, dir etwas vorzumachen. Ne? Du selbst sagst hier auch, jetzt ist hier Schluss mal. Ja, du gibst dich hier einer Situation hin. Du sagst, okay, ich schaue mir die ganze Geschichte jetzt hier mal aus einem anderen Blickwinkel an. Ja, für dich einfach. Mhm. Jetzt schauen wir uns mal die neun der Schwerter dort unten an. Was hast du denn, mein Hase, Mensch? Hier scheint dich jemand wirklich ja, geärgert zu haben. Geärgert zu haben, mit Worten wahrscheinlich auch, ne? Sich aus dem Staub gemacht einfach, dich hängen lassen. Ne? Und du fragst dich hier wirklich, ja, pff, was soll das hier, ne? Das bringt mir nichts. Guck mal, die Sonne unterm Deck. Ja, schauen wir mal, ja, die große Liebe haben wir hier und die Königin der Kelche, ja, das ist so, so ein Gefühl von, bekomme ich hier nochmal die Chance, ja, bekomme ich nochmal die Chance auf eine große Liebe, ich vermute, diese Legung spricht hier diejenigen unter euch an, die so ein bisschen aufgegeben haben, ja, so ein bisschen das Gefühl haben von, boah, ich gebe es mir jetzt hier einfach alles selber, alles, was ich brauche, weil das, was von außen kommt, da ist noch nichts Richtiges dabei gewesen. Man hat immer wieder, wurde man hängen gelassen, ne? Vielleicht auch belogen. Jemand hat sich Gesprächen, ja, Gesprächen entzogen, sich immer wieder aus dem Staub gemacht. Ne? Und schau mal,
die Königin der Münzen, ja, die gibt sich selbst die Stabilität, die kümmert sich um sich selbst, ne? Und das Ass der Kelche hier nehmen, das steht dir einfach auch für deine seelische Erfüllung und für deine Herzöffnung. Du möchtest dein Herz öffnen, ja? Und du hast ein sehr, sehr großes Herz, du kannst sehr viel geben, ne? Und auch hier mit dem Ast der Kelche habe ich das Gefühl, auch hier mit den Liebenden, es geht hier schon um die Liebe bei dir, ne? Und etwas macht dich hier so ein bisschen, ja, unglücklich, ja. Vielleicht, du hast hier Sorgen, du befindest dich hier vielleicht auch in so einer Negativspirale nach unten, ne? Aber was du ganz klar siehst, ist hier, dass du dir all die Liebe selbst geben kannst, ne? Du hast hier auch keine Lust, wieder zurückzugehen in diesen Zyklus von, ja, vor zurück, Konflikt. Ja, da willst du gar nicht mehr rein, du willst dich hier um dich selbst kümmern. Ja, das ist eine schöne Energie, dieses um sich selbst kümmern, weil du spürst und weißt, was du wert bist auch, ne? Du musst auch dein Herz wieder öffnen, ja? Das sieht mir ja aus, als ob du hier komplett zugemacht hast nach außen und sagst, nee, das bringt mir alles nur, ja, Sorgen, bringt mich in Ängste, ja, Selbstzweifel, ja, das sind so Grübeleien. Ja, Grübeleien über die Liebe, ja. Und dabei ist das hier eigentlich deine Bestimmung wirklich, ne, in die Selbstliebe zu gehen, dein Herz wieder aufzumachen. Ja. Ach Mensch. Jetzt schauen wir mal, was war denn da dieses Ass der Münzen in der Vergangenheit? Was ist es gewesen? Aha, guck mal, da liegt da. Der König der Münzen. Also, wir haben jetzt hier auch ein Seelenpaar zu liegen. Oh, und jetzt schau mal, sie guckt auch ein bisschen traurig. Ja, dann liebe ich mich halt selbst. Ja, tu das. Das ist sowieso das Allerwichtigste. Also hier gab es in der Vergangenheit einen König der Münzen und hier gab es auch die Chance, mit diesem König sich etwas aufzubauen. Ja, also die Chance für eine wirklich ernsthafte Verbindung war hier ganz klar da. Ja, hier hätte etwas wachsen können, wenn dieser König hier investiert hätte. Ich schau mal, was hat er denn gemacht? Oh! Ihr habt ja einfach die Seiten getauscht. Es ist unglaublich. Guck mal. Dieser Mensch, auch dieser Mensch fühlt sich nicht gut und hat sich nicht gut gefühlt, weil man hier eine Chance nicht wahrgenommen hat. Und jetzt, ich muss es dir nochmal zeigen. Das ist jetzt wirklich verrückt. Also wir haben hier wieder ein Seelenpärchen zu liegen. Ganz klar, guck dir das mal an. Wie lege ich es jetzt so rum? Wir machen es mal auf genauso. Moment, guck mal. Du weißt, dass es hier die Chance auf eine große Liebe gab. Schau mal. Und die 9 der Schwerter und machst dich damit so ein bisschen verrückt. Na, das sind so wirklich Sorgen und Ängste, habe ich es verloren. Und guck mal, er hat genau das gleiche Thema wie du. Es gab hier die Chance, er hat eine Chance bekommen, die er vielleicht nicht wahrgenommen hat. Das heißt, ihr befindet euch beide in der gleichen Energie so ein bisschen gerade, ne? Das ist zwar hier so ein bisschen die vergangene Energie, aber ihr habt das Gleiche durchlebt hier. Das ist ja wirklich, also, das ist ja wirklich, guck dir das mal an. Er zerbricht sich hier den Kopf und ihm geht es nicht gut, weil er eine Chance nicht wahrgenommen hat. Obwohl, er ist hier der König der Münzen. Es war hier, es war ihm ernst, ne? Es war ihm wirklich ernst. Und dir war es auch wirklich ernst. Und beide haben hier dieses Gefühl von, ja, beide machen sich Sorgen, haben Angst davor, dass es verloren ist, diese Chance. Weil ein Ass bekommen wir gereicht. Wenn wir nicht zugreifen, ist es wieder weg, ja. Ihr macht euch hier beide Sorgen. Er macht sich Sorgen, ob er nochmal eine Chance bekommt. Du machst dir Sorgen, ob diese Liebe hier nochmal auferstehen kann, ob es hier nochmal die Chance auf diese Liebe gibt. Beide im Zweifel, beiden geht es nicht so gut. Hä? Ui. Die sind jetzt rausgefallen, die schauen wir uns jetzt hier auch an. Wir haben die 2 der Stäbe. Planen. Also deine Intention hier in seine Richtung ist momentan tatsächlich die Blockade, den du sagst hier ganz klar, ich möchte das so nicht mehr. Ich habe dir genug Chancen gegeben, ich möchte das so nicht mehr. Entweder ganz oder gar nicht. Ja. Ist ganz klar hier mit den 7 der Stäben ist hier einer, du setzt hier wirklich eine Grenze, ja. Du willst keine Stagnation mehr in seine Richtung. Du schaust schon, du schaust in seine Richtung, ne?
Und du triffst hier eine Entscheidung. Und deine Entscheidung ist hier momentan ganz klar zu sagen, nee, so will ich es nicht. Komm in einer anderen Energie. Weil du bist jetzt hier in der Energie der Königin der Schwerter. Ne? Die ist sehr, sehr unabhängig. Sehr, sehr unabhängig und wirklich im Verstand. Und du zeigst mir hier oben auch, du hast zugemacht. Du bist hier bei dir. Du gehst in die Innenschau und du sagst ganz klar, dieses Vor zurück will ich nicht mehr. Es tut mir weh, ich will es nicht mehr. Dieses Hängengelassen werden will ich nicht mehr. Hier sagst du es ganz klar. Sehr spannend, wirklich. Aber wir schauen jetzt mal nochmal auf die fünf der Stäbe, diese Auseinandersetzung hier, was hier jetzt noch kommen soll. Was ist das? Du hast die Nase voll, mein Schatz, ja. Wir haben die Herrscherin, Wachstum, ja, Kreativität, Fülle. Die vier der Stäbe. Also diese Verbindung ist noch da, mein Hase. Das, was hier auf dich zukommt, ja. Oh. Ja, und die fünf der Münzen unterm Deck. Uiuiuiui. Die vier der Stäbe steht hier. Also ist auch natürlich eine Karte, die ganz klar sagt, dass hier zwei Menschen ja eigentlich zueinander möchten, ne? Das ist eine Karte, die sagt, hier kann es wirklich um ein Treffen gehen. Hier geht es auch darum, ja. Ist auch eine Karte, die spricht von einem Zuhause. Ihr könntet euch hier ein Zuhause geben, ne? Du bist hier für jemanden wie das Zuhause seines Herzens, seiner Seele. Du bist seine Sonne, du bist sein Licht, ne? Oder ihr Licht, je nachdem, auf wen du hier schaust, ne? Man sieht dich hier ganz klar als diese Herrscherin und oh, die Herrscherin, die ist einfach wunderschön, ja, die ist sinnlich, die kann alles erblühen lassen, ja, was sie möchte, sie lässt wachsen. Das ist ein Wachstum und das ist die Frau, ja, die sich eigentlich jede männliche Energie hier nur wünschen kann, sage ich mal, ne? Mit der baust du eine Familie auf und eine feste Partnerschaft und daneben die vier der Stäbe spricht genau dafür. Und die fünf der Kelche spricht hier in diesem Zusammenhang dafür, dass man hier etwas bedauert. Man bedauert hier, ja, etwas nicht wahrgenommen zu haben. Ihr habt es beide nicht hinbekommen. Hier sind zwei Menschen, die sich sehr lieben. Beide vermissen sich auch sehr, ne? Das ist hier eine Mangelkarte. Man fühlt sich hier ja zurückgewiesen, isoliert. Beide, da sind zwei Personen drauf. Ihr seid beide momentan hier ja nicht in Kontakt vielleicht, nicht vereint. Und beiden geht es nicht gut, ne? Beide grübeln darüber nach. Er denkt, Mann, habe ich die Chance nicht genutzt? Ja, und du denkst, Mann, das hätte es hier werden können mit uns, ne? Aber es passiert nichts. Und du willst dieses Vor zurück, das ist das, was, wo du ganz klar sagst, es hat dich instabil gemacht. Diese, ja, also es war eine Unruhe einfach, ja, dieses, man wusste nie, woran man war. Und das führt dann natürlich zwangsläufig dazu, dass man hier sich den Kopf zerbricht. Und das tut ihr beide, ja. Und das ist eine wiederkehrende Situation gewesen. Und ich nehme hier ganz klar wahr, das alles ist nur geschehen, weil hier nicht ausgesprochen wurde, was man denkt, was man sich wünscht, was man sich fühlt. Ja, man hat sich zurückgezogen, man hat diese ganze Geschichte hier mal geblockt. Und das ist so ein bisschen hier deine Energie, weil das ist auch eine Blockade, ne? Du bist hier ganz bei dir, du bist momentan nicht bereit, hier irgendeine Entscheidung zu treffen. Du machst wirklich zu und sagst, ich kann das jetzt nicht mehr, ich will das jetzt nicht mehr, ich will einfach glücklich sein. Ja, das ist deine Energie. Ja. Nichtsdestotrotz wird hier nochmal eine kleine Auseinandersetzung kommen. Ja, hier gibt es so eine Spannung. Man will sich hier nochmal unterhalten. Das ist ja, es kann auch sein, dass hier mehrere Personen reinquatschen. Auch das kann sein. Ja, es ist so ein bisschen wie so eine Art Konkurrenzkampf hier. Das kann auch sein, dass hier jemand vielleicht mitbekommt, dass es dir eben besser geht, dass du hier wirklich sagst, ne. Von mir aus kommt hier jetzt nichts mehr. Ich block das ab. Ich will das nicht mehr. Ne? Die Königin der Schwerter sagt hier ganz klar, nein. Ich bleibe hier bei mir. Ich bin momentan nicht bereit, hier eine Entscheidung zu treffen. Ich kann keine Entscheidung treffen. Ich bleibe bei mir. Und weißt du, was wir jetzt machen? Ich finde es so spannend. Wir schauen jetzt nochmal. Wie geht es diesem König da? Also hier ist ja ganz, ganz klar. Und ich finde das, also das ist wieder einfach zauberhaft, wie die Karten hier mit uns sprechen. Guck dir das doch mal an.
Er hatte hier seine Chance. Und er macht sich jetzt verrückt damit, ne? Der grübelt hier und denkt, habe ich die Chance, habe ich das Ass, ne? Das Ass ist nur kurz da. Ja, es wird uns gereicht. Du bekommst hier die Chance, etwas wirklich, wirklich, das kann ein Treffen sein, eine feste Beziehung, eine feste Partnerschaft, einfach ein Wachstum. Er hatte hier die Chance, in diese Verbindung zu investieren und hat es nicht getan. Sonst hätte er hier jetzt keine schlaflosen Nächte deswegen, ne? Ganz, ganz spannend. Und du machst dich hier verrückt, weil du weißt, ey, ich habe dir hier die Chance auf die große Liebe gegeben. Ich habe dir meine Liebe serviert. Ja, guckt euch das mal an. Und beiden geht es nicht gut. Hier sind zwei Menschen, die haben sehr tiefe Gefühle füreinander und kriegen es nicht gebacken. Ja. Schau mal, ob du hier in Resonanz gehen könntest. Es müsste dann, ich würde sagen, wirklich so sein, dass du hier jemandem eine Chance, du hast jemandem die Tür geöffnet zu dir. Und dieser jemand hat es nicht gebacken bekommen, hindurchzugehen. Er war schon da. Er hat immer, oder sie, immer so ein Fuß über die Schwelle, kurz reingeschaut, kurz mal geguckt, ah, sie ist noch da, alles klar, und hat sich wieder zurückgezogen. Und du standst da in deinem Zimmer, zurechtgemacht, wunderschön, und da hast du deine Münze und sagst, hier, ich hätte dir doch meine Münze gegeben, ja. Ich hätte dir meine Münze gegeben. Und dieser Mensch hat sich immer wieder zurückgezogen. Wir wollen, also da müssen wir jetzt mal reinschauen, was könnte hier das Problem sein, warum, was ist hier los? Zeigt uns doch mal, wir nehmen ja erstmal hier nochmal eine Orakelkarte auf den König dort oben. Guckt euch das mal an. Das ist ein Seelenpaar. Das ist ganz, ganz, ganz schön. Und das sind beides Menschen. Die sind sehr, sehr ehrlich. Und beide haben tiefe Gefühle, ja. Zeig mir mal den König da. Ja, er hatte die Maske auf. Er hat seine wahren Gefühle hier vor dir verborgen, ja. Gaslighting, ne? Ist einfach verschwunden. Er hat seine wahren Gefühle vor dir versteckt, ist verschwunden, hat sich zurückgezogen. Warum? Ich hoffe, wir können hier ein bisschen noch was rausbekommen, aber oh, hier ist eine Liebe, siehst du? Und du gehst jetzt dadurch, mein Schatz, in die Selbstliebe. Ja, für dich ist hier diese Entscheidung mit der Blockade und dass du wirklich sagst, wenn der jetzt nochmal kommt, hier unterm Deck haben wir das Date zu liegen, ne? Da muss er anders kommen. Der muss anders auf mich zukommen. Er hat die Chance hier nicht genutzt. Oh. Er macht sich hier aber auch Gedanken, habe ich hier noch eine Chance? Gibt es hier noch eine Chance? Und du denkst, mein Gott, alles habe ich ihm gegeben, alles hätte ich ihm oder ihr gegeben und hier ist nichts passiert. Ich schaue kurz, was spricht mich jetzt hier an Karten? Ihr findet alle verwendeten Kartendecks in der Infobox, gell? Zeigt uns mal bitte den König dort oben. Das ist hier eine ganz traurige Liebesgeschichte, wobei ich das. Also, es ist traurig, weil man hier offensichtlich. Man hat es nicht hinbekommen, aber beide haben tiefe Gefühle voneinander. Ne? Das heißt. Theoretisch, ne? Ich sag mal theoretisch, kann man die Sache hier noch retten, aber zeig mir mal den König. Ja, die Herrscherin, genau. König der Stäbe, Königin der Stäbe. Ja, dieser Mensch liebt dich, mein Schatz. Er sieht dich als die Herrscherin, er findet dich also extremst anziehend mit der Königin der Stäbe. Du bist für ihn hier die absolute Traumfrau. Optisch wie auch innerlich, weil die Herrscherin, die ist einfach, die ist absolut sinnlich, die ist in ihrer Fülle, die ist, boah, das ist einfach die Frau. Und daneben zeigt ja noch die Königin der Stäbe. Das ist eine sexy Hexi, ne? Die Königin der Stäbe. Du bist für ihn hier wirklich ganz, ganz wichtig. Und daneben liegen noch die zwei der Kelche, mein Schatz. Wieder ein Zeichen dafür, dass wir ein Seelenpaar hier haben. Also, das ist auch eine Karte, die steht einfach dafür, ja, für eine Partnerschaft. Ja, die steht auch dafür, dass beide Gefühle füreinander haben und sich die auch
gestehen wollen. Hier muss man halt reden. Das kann eine Entschuldigung sein, das kann wirklich ein Gespräch sein, das ist ein Geständnis. Man liebt dich hier. Du bist hier für jemanden, ja, die Traumfrau. Ja, wirklich. Also, was ist denn bei dir? Zeig mir mal. Ich werde ganz ruhig. Das ist eine, es ist ein ganz tiefes Wissen da bei ihm. Ja, bei der Seite, also auf der Seite deines Gegenübers. Egal, ob männlich oder weiblich. Jemand weiß, dass du hier eigentlich die Erfüllung aller Träume bist, ne? Man kriegt es nicht gebacken. Es kann viele, viele Gründe haben, ne? Warum Menschen es nicht gebacken bekommen, warum Menschen eine Maske aufhaben, ja? Wir schauen mal. Zeig mir mal die Königin der Kelche hier. Ja, die Gerechtigkeit holst du hier raus. Das sind Konsequenzen, die man hier tragen möchte, die du tragen möchtest. Du wägst hier ganz genau ab. Du wertest, ja. Du wertest diese Liebe, diese Verbindung. Und du willst hier eine ganz klare Entscheidung treffen. Dazu ist es wichtig, dass du ganz genau und fair abwägst, ja. Das kann auch eine Entscheidung sein, die du treffen möchtest. Oh, und dann haben wir noch das Gericht. Schätzelein, Schätzelein. Das Gericht steht auch für eine Erneuerung. Ja. Das Gericht steht auch dafür, dass dir etwas klar wird, etwas wird bewusst. Und ja, beim Gericht geht es auch so ein bisschen um eine Wiederkehr. Ja. Die Vergangenheit kommt nochmal auf dich zu. Die Vergangenheit kommt aber offensichtlich des Öfteren auf dich zu, weil du diesen Menschen auch nicht vergessen kannst. Ne? Ihr könnt euch beide nicht vergessen hier. Ja? Oh. Ja. Die sind jetzt mal rausgefallen, die nehmen wir jetzt auch. Und dann haben wir noch den Ritter der Kelche und den Buben der Schwerter. Es sieht mir so aus, als ob du in naher Zukunft vielleicht diese Auseinandersetzung oder dieses Gespräch hier suchen wirst, ja? Sieht aus, als ob es von dir ausgeht, ja? Du triffst hier die Entscheidung, du wägst nochmal ganz genau ab, was ist hier eigentlich alles gewesen in der Vergangenheit? Guck mal, die fünfte Schwerter unterm Deck. Du wägst hier nochmal ganz genau ab, dann wird dir etwas klar. Dir wird etwas klar. Dir wird klar, dass die Kommunikation hier nicht gepasst hat zwischen euch. Ja, der Ritter, der Bube der Schwerter hier, ne, der hat was gelernt, der lernt gerade etwas, ja. Und der Ritter der Kelche, das ist eine Energie, die auf dich zukommt, die du aussendest, ne. Das ist ein Botschaftenbringer, ne. Und hier geht es um liebevolle Kommunikation, ja. Und es kann sein, dass dir bewusst wird, dass die Kommunikation hier jeweils vielleicht nicht so ganz klar war. Ne? Vielleicht hat man hier so ein paar Brocken fallen lassen, die den anderen wirklich verletzt haben oder die jemanden dazu gebracht haben, die Maske aufzulassen. Deine Erlösung, ja, nachdem du hier abwägst, du schaust dir wirklich alles nochmal genau an, dir wird hier was klar. Ja, dieses, das Gericht, das ist ein Weckruf, der kommt von oben. Hier geht es wirklich darum, dass dir etwas klar wird. Das ist wie ein Aha-Moment, ne? Und der Aha-Moment, nachdem du alles abwägst, ist ganz klar. Hier hat vielleicht die Kommunikation nicht ganz gestimmt. Es kann sogar sein, dass deine gesunde Entscheidung, die du hier triffst, ist wirklich ganz klar, deine Gefühle zu kommunizieren. Ich nehme hier immer mehr wahr, dass dieser Mensch hier oben die Maske aufhat, weil er deine Gefühle nicht kennt. Jemand weiß nicht, dass du so tiefe Gefühle für ihn hast. Hier lässt jemand die Maske auf. Und ich habe jetzt gerade in meinem wunderschönen Kurzurlaub Jane Austen gelesen, ne? Und da stand drin, einer Frau. Also es steht, ist jetzt nicht zitiert, sondern ne, ich gebe wieder, ne, einer Frau ist es nicht erlaubt, sich ihren Gefühlen hinzugeben oder ihre eben sich zu verlieben, genau so stand es, sich zu verlieben, bevor sie nicht
die Liebeserklärung des Gegenübers erhalten hat. Crazy, oder? Und da habe ich so drüber nachgegrübelt und habe gedacht, aha, das würde natürlich vieles einfacher machen. Aber es ist ja nun nicht so, dass man seinem Herz sagen kann, du darfst dich jetzt hier nicht verlieben, bevor der werte Herr hier nicht seine Gefühle offenbart hat. Ne? Geht ja nicht. Oder geht's vielleicht doch? Wir können es mal testen. Und hier habe ich das Gefühl, ist die Sache genau andersrum. Dieser Mensch kommt hier einfach nicht vorwärts, weil er nicht weiß. Er weiß es nicht. Er checkt es nicht. Er versteht die Verbindung nicht. Er fühlt die Verbindung. Er weiß, das Einzige, was dieser Mensch weiß, ist, dass er dich will. Hier will dich jemand. Das, was ich will, bist du. So. Und du sagst hier unten, okay, Moment, alles nochmal zurück. Ne? Ganz klare Entscheidung von dir ist, keine Lügen, keine Masken, kein Stillstand. Du willst eine Kommunikation. Und wenn es eine kleine Auseinandersetzung ist, du willst hier wissen, was hier los ist. Ne? Wir nehmen auch den Chuck Speziano. Für mich sieht es hier so aus, als ob du dich hier entscheidest, eine Kommunikation zu starten, weil du hast dich auch als Königin der Schwerter gezeigt. Die macht natürlich eine klare Ansage. Das sieht mir aber nach einer liebevollen Kommunikation aus. Kritisch, ne? Der Page der Schwerter, der Bube der Schwerter hier in dem Deck. Das ist so ein kleiner Kritiker auch, ne? Aber du wirst ihm liebevoll etwas herüberbringen. Und es ist wie immer, wer nicht spricht. Ja, wer nicht sagt, was er fühlt, wird verlieben, was er verliert. Nee, wird verlieren, was er liebt. Ne? Manipulation, das nehme ich ganz klar für die Maske wahr. Er versucht hier, sich nicht zu zeigen. Ja, er manipuliert sich selbst. Guck doch mal, die Freude. Ich sag dir, dieser Mensch hat sehr tiefe Gefühle für dich. Ja. Die Heilung hier in dieser Verbindung ist, sich selbst hinzugeben. Und das gilt nicht nur für ihn. Ich habe wirklich hier ganz klar das Gefühl, dass dieser Mensch sich nicht sicher ist, was du für ihn fühlst. Dieser Mensch ist sich nicht sicher, ob du ihm eine Chance gibst, ob das hier überhaupt die Möglichkeit hat, wirklich gelebt zu werden. Ja? Und du zweifelst daran, dass es wahre Liebe ist bei ihm. Ne? Beide fühlt ihr das Gleiche. Beide grübelt ihr übereinander her und keiner tut was. Ne? Bei dir ist hier unten ganz klar aber zu sehen, die Kommunikation liegt hier bei dir. Ne? Das ist die gesunde Entscheidung. Das kann die Heilung sein, hier wirklich mal die Karten auf den Tisch zu legen, mein Schatz. Ja, und momentan ist hier Dürre. Guck doch mal. Nein, das gibt's nicht. Die Karten sind wieder ganz bei uns. Guck mal. Momentan ist hier Dürre. Keiner von euch beiden tut hier was. Guck mal. Öffne dein Herz und Achtung, da liegt die Karte Kommunikation. Kommuniziere. Also für all diejenigen von euch, ja, die hier in Resonanz gehen, ja, würde ein Zeichen, eine liebevolle Botschaft, würde hier einiges in Gang bringen in dieser Verbindung hier, ne? Meine Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, ich würde mich riesig freuen, wenn ihr mir ein Like da lasst und vielleicht auch, wenn ihr meint, oh, das war toll, wenn ihr mir ein Abo da lasst, da freue ich mich riesig drüber. Ne? Und ja, ich schneie morgen wieder für euch rein. Ich freue mich schon drauf. Ich bin gespannt. Ich wünsche euch einen ganz, ganz schönen Tag und ich denke mal, ihr habt heute alle viel zu tun, aber vielleicht freuen sich die einen oder anderen, dass sie heute noch ein kleines Orakelblatt von Frau Toni am Start war. Ihr Lieben, wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut. Liebste Grüße, eure Toni.